Hallo ihr Lieben, ich plane zurzeit ein paar Videos, was man so mit Papierschnipsel und Papierresten anstellen kann. Und wie ihr seht, ich habe hier eine ganze Kiste voll. Ich schmeiß das da immer einfach alles rein und gerade so größere Teile kann man auf jeden Fall noch verbasteln oder Sachen draus ausstanzen, wie hier zum Beispiel, da sieht man das. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, was ich so aus den Papierresten bzw. auch aus diesen kleinen Schnipselchen vom Action gebastelt habe. Da haben wir hier als erstes mal so eine kleine Minikarte. Da hatte ich so ein Stückchen weißes, etwas festeres Papier übrig und habe dann diese kleinen Schnipselchen da einfach draufgeklebt und ja, dann noch so ein bisschen mit Blüten verziert und so einen Stempelabdruck habe ich dann auch noch auf so einen Papierrest gestempelt und draufgeklebt. Dann haben bestimmt viele von euch meinen Watch Me Craft gesehen, wo ich diese Kofferkarte gemacht habe. Da hatte ich euch ja gezeigt, wie ich die Form hinbekommen habe und ja, das Teil, was ich denn zur Anschauung sozusagen benutzt habe, habe ich dann hier auch nochmal mit diesen kleinen Teilen verziert und auch wieder so einen Stempel drauf gemacht. Innen drinnen sieht es so aus und das ist auch von der Rückseite diesmal beklebt. Dann habe ich einfach mal so ein bisschen rumexperimentiert und zwar habe ich diese kleinen Vierecke nochmal durchgeschnitten, dass ich lauter kleine Dreiecke hatte und die habe ich dann hier kunterbunt auf dieses Herz geklebt. Am Rand habe ich das dann abgeschnitten, was überstand und ja, jetzt habe ich hier so ein kleines Herzchen. Das könnte man auch super so als Deko-Element irgendwo draufkleben auf eine Karte. Oder wenn man eine kurze Nachricht nur hat, kann man die natürlich auch hinten draufschreiben. Und dann habe ich aus den ganzen Papierresten auf jeden Fall noch jede Menge kleiner Mini-Briefumschläge gebastelt. Haben wir hier einen schwarzen oder einen rosanen. Dann habe ich so ganz viele so im Vintage-Stil auch gemacht. Einfach, ja, mit so ein bisschen Deko-Elementen, bisschen distressed, ein paar Ausstanzungen draufgeklebt. Oder hier dieser schöne Stempel, Send with Love, den finde ich ganz toll. Hinten sieht das so aus. Hier ist auch nochmal eine etwas andere. Dann haben wir hier noch in lila eine kleine Minikarte. Die ist auch recht dunkel gehalten, aber fand ich auch ganz schön. Da steht diesmal drauf ein kleines Hallo. Ja, die sehen halt aus wie so ein kleiner Briefumschlag. Ich hatte ja mal so ein Pocketletter in dem Stil gemacht und dann fand ich die Idee so cool, dass ich das dann halt auf diese kleinen Minikarten angewandt habe. Ich habe hier auch noch eine größere Karte in Briefumschlagstil gemacht. Also man muss nicht Minikarten machen. Ihr könnt das schon auch als große Karte machen. Das soll jetzt einfach nur als Inspiration für euch sein. Und ja, als Idee, was man mit diesen Papierresten so anstellen kann. Diese kleinen Mini-Briefumschläge sind vor allen Dingen auch mega cool, um die in die Pocketletter zu stecken. Wie man sieht, sind da auch schon Goodies drin und ja, dieser kleine Brief, der passt da super toll rein und ihr könnt da halt einfach eine kurze kleine Nachricht drin verfassen oder ihr versteckt den Brief da drin, das könnt ihr auch machen, wenn ihr ein bisschen mehr schreibt. Meine Briefumschläge haben jetzt alle so eine Größe von ca. 8,5 mal 6 bzw. 6,1 cm. Also ihr müsst die halt einfach ein Stückchen kleiner als die Pocketblätterhüllen machen, damit ihr die bequem rein- und rausschieben könnt. Und ja, die sollten halt nicht größer als diese Karten sein, die da drin sind. Aber ich denke mal, das ist ja eigentlich klar. Und wer jetzt gerne wissen möchte, wie die entstanden sind, also ich denke mal, ich werde hier so eine Briefkarte basteln und dann wahrscheinlich noch eine in dem Stil. Der kann jetzt einfach dranbleiben, da zeige ich euch das im Schnelldurchlauf und wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Das war eigentlich auch schon das Grundgerüst von der Karte. Also es ist wirklich mega, mega einfach. Es ist nichts Kompliziertes und ich glaube, es kann auch wirklich jeder nachmachen. Und hier drin habt ihr halt Platz, was zu schreiben. Und ja, die werde ich jetzt auf jeden Fall noch verzieren. Wie ihr die verziert, ist ganz euch überlassen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er Ausgestanztes drauf machen möchte oder Stempelchen oder so.
Und so schaut nun unsere fertige Minikarte aus. Ich finde die wirklich ganz, ganz klasse, einfach um kurze Nachrichten zu verfassen oder um die als kleine Briefbotschaft in die Pocket-Data reinzustecken. Das sieht optisch sehr schön aus und ich finde, es dauert auch gar nicht so lange. Gerade für die Pocket Letter hat man auch oft Papier übrig, dann passt der kleine Brief auch optisch zum Pocket Letter. Das finde ich immer besonders schön. Und jetzt zeige ich euch einfach nochmal, wie ich so eine Karte gemacht habe. Das ist ja mit diesen kleinen Schnipselchen. Ihr müsst aber nicht unbedingt die gekauften nehmen. Ihr könnt auch einfach euer Restepapier nehmen und in kleine Vierecke schneiden. Und zwar haben die eine Größe von 2x2 cm. Ihr könnt die größer oder kleiner machen, wie ihr wollt. Da habe ich mir jetzt die kleinen Schnipselchen zurechtgelegt und dann nehme ich hier einfach so doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt auch die ATG-Gun nehmen. Ich nehme jetzt das, weil das ein bisschen breiter ist. Und damit bekleben wir einfach unsere Karte. Habe ich jetzt auch wieder die selbstklebenden Halbperlen noch drauf geklebt. Die kriegt ihr zum Beispiel beim Teddy oder beim Kick. Die gibt es ja mittlerweile überall. Und ja, so sieht sie nun aus, die fertige Karte. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich die Rückseite auf dieselbe Weise auch noch verzieren. Das ist euch überlassen, ob ihr das schöner findet oder ob ihr das dann hinten lieber schlicht lassen wollt. Und auch das muss man natürlich nicht als Minikarte machen, sondern ihr könnt das auch als große Karte gestalten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das kleine Video gefallen hat. Vielleicht mag der eine oder andere die Karten ja auch nachbasteln. Dann könnt ihr mir gern auch Bilder auf meine Facebook-Gefällt-mir-Seite schicken. Der Link ist immer in der Infobox zu finden. Und ansonsten, ich heiße auf Facebook genauso wie hier auf YouTube, von daher dürfte ich da auch nicht zu schwer zu finden sein, denke ich. Ansonsten freue ich mich über Feedback oder einen Daumen hoch und wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüss!